Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. So, Handlettering-Sprüche Part 2. Neue Videoreihe eröffnet mit diesen Handlettering-Sprüchen. Und heute machen wir wieder 5 davon. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Da braucht ihr übrigens eigentlich nur Papier und Stifte. Also am besten so Brush, Pens und Filzstifte. Und im ersten Bild, dafür braucht ihr erstmal einen, am besten so schwarz oder silbernen Brush Pen. Und dann, also das sind alles Metallic Brush Pens. Und dann noch einen schwarzen normalen Filzstift. Aber ihr könnt natürlich auch andere Farben benutzen. Das sind jetzt nur so meine Tipps, die ich gerne anwenden würde. Und jetzt fangen wir an. Und zwar würde ich da gerne den Spruch Fantasie ist der Humor der Kreativität draufschreiben. Und da fangen wir erstmal hier oben ungefähr an. Und schreiben wir erstmal in so einer schönen Schnörkelschrift Fantasie. Das mache ich jetzt einfach aus dem Kopf. Da könnt ihr wirklich total kreativ sein. Aus. Und jetzt würde ich gerne, ist der Humor der Kreativität noch drunter schreiben mit einem schwarzen Filzstift, mit einem, das ist so ein dünner. Und ja, das könnt ihr jetzt erstmal hier schreiben. Vielleicht ist der Humor der Kreativität noch in schwarz mit einem schwarzen dünnen Filzstift drunter geschrieben. Und darunter ist jetzt noch sehr viel Platz. Entweder malt ihr da noch was hin oder ihr lasst es einfach so. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm und ich finde es auch sehr schön. Und das Wort hier habe ich noch dick nochmal nachgefahren, damit es noch ein bisschen auffälliger ist. Und da wäre auch schon unser erstes Papier oder erstes Blatt fertig. Die ersten 5 Tage nach dem Wochenende. Und dafür braucht ihr erstmal einen, ich nehme jetzt lilane Stifte dafür. Erstmal an, am besten nicht zu weit oben. Und Wochenende jetzt wieder mit diesem Outliner. Sind die. Da lasse ich jetzt ein bisschen mehr Platz. Und schreibe es also auf der linken Seite von Wochenende. Der zweite Motivationsspruch auch schon fertig. Ich finde es irgendwie richtig cool. Und das habe ich jetzt, ein bisschen raffiniert gemacht, weil Allerschlimmste hat leider hier nicht mehr ganz hingepasst. Deswegen habe ich jetzt einfach doch das M und das S dahin verschoben und das 10 dann hier unten mit einem Ausrufezeichen noch dahinter. Und ich finde es trotzdem mega cool und man sieht, also ich finde es ehrlich gesagt so auch ganz cool. Sieht, finde ich, schon ein bisschen extra aus irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und ja, dann legen wir jetzt mit dem dritten Bild los. Dritten Spruch. Der dritte Spruch ist, wenn du auf der Schattenseite bist, denk daran, die Erde dreht sich. Und den finde ich auch mega cool. Und da nehme ich auch wieder einen schwarzen Brushpen, dann einen schwarzen Outliner und einen schwarzen dünnen Filzstift. Und jetzt fangen wir an mit, wenn du auf der bist. Und da würde ich das Papier diesmal so nehmen, weil dann finde ich, sieht es ein bisschen schön aus. Da kann man das Wort Schattenseite mit dem Brushpen auch ein bisschen schöner ausschreiben, finde ich. Aber ihr könnt natürlich machen, wie ihr wollt. Und jetzt fangen wir wieder an mit dem, wenn du auf der. Und es ist natürlich voll cool, wenn man auch mal die Wörter nach rechts verschiebt oder nach links, wie ich das auch gerade mache. Und dann sieht alles schön unterschiedlich aus und einfach so vielfältig, wie es auch sein kann. Und jetzt Schattenseite mit dem Brushpen. So, und da wäre auch schon der dritte Spruch fertig. Ich glaube, ich mag den bisher am meisten, also wie er auch aussieht. Ich finde auch das mit den verschiedenen Stiftarten richtig toll. Und er ist mal wieder mega cool geworden. Und jetzt geht's weiter mit dem vierten Spruch. Viel Spaß. Der vierte Spruch. Da nehme ich das Papier auch wieder so. Also waagrecht. Und da würde ich jetzt gerne schreiben, Logik bringt dich von A nach B und Fantasie bringt dich überall hin. Und dafür nehme ich jetzt erstes für Logik einen goldenen Brushpen oder einen rosé-goldenen, linken Seite ungefähr. Und da schreibe ich auch wieder in so einer Mischung zwischen Schreibschrift und Druckschrift. Nach B. Und ich finde auch diesen Spruch mal wieder mega schön. Der Spruch ist, ich mache keine Fehler, ich lerne nur dazu. Und hier bin ich auch mega cool und motivierend. Und dafür nehme ich jetzt auch so Grau- und Schwarztöne. Dann diesmal alles so untereinander, damit es auch alles hinpasst. Und dann mache ich außenrum so Punkte. Also halt ein bisschen mehr so Mandala-Muster und ein bisschen mehr so Farben und Skizzen. Würde ich gerne mache keine Fehler. Also das Mache davon würde ich gerne mit dem schwarzen Brushpen schreiben. Also der ist so schwarz-silber. Und das auch wieder eine richtig schöne Schnörkelschrift. Zum letzten Spruch ist,
Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Und dafür habe ich mir erstmal solche Pfeile hier aufgemalt. Als Rahmen sozusagen. Das finde ich auch richtig schön. Das könnt ihr gerne auch bei den anderen Bildern so machen. Goldenen Brush Pen, ein Metallic Brush Pen. Für Genieße den Moment und für Erinnerung. Und bevor er zur wird, nehme ich den goldenen Stabilo. Und da fangen wir jetzt auch schon an. Habe ich das hier noch auch noch vervollständigt. Und da wäre auch schon das letzte Bild fertig. Ich finde es auch mega cool. Und bei diesen Sprüchen finde ich auch mega schön, dass man die einfach zu Hause machen kann. Dafür kann man wirklich Tausende machen, weil es geht mega schnell, macht mega viel Spaß und man hat wirklich alles dafür zu Hause. Man braucht eben nur Stifte und Papier. Und deswegen finde ich diese Videoreihe richtig cool und wollte sie unbedingt mal mit euch ausprobieren. Das war's auch schon mit dem heutigen Video leider. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir wirklich mega. Und die Sprüche haben mir mega viel Spaß gemacht und gingen wirklich mega schnell. Und sind einfach total gut gegen Langeweile geeignet. Und falls das Video euch auch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen dicken Daumen nach oben. Und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!